Die Teneré ist eine Sand- und Steinwüste in der südlichen Sahara und wird auch die Wüste der Wüsten genannt. Hitze und Wind sowie Wasserknappheit bestimmen den Alltag in der Wüste, der Heimat der Tuareg. Hier in Niger findet zum zweiten Mal der härteste Non-Stop-Wüstenlauf der Welt statt. Lisa und Gerhard Luskandl aus Niederösterreich wollen an diesem 333 Kilometer langen Lauf teilnehmen. Die beiden erfahrenen Ultramarathonläufer haben sich lange auf diesen Wettkampf vorbereitet. Unser Training hat sich seit 1,5 Jahren immer mehr gesteigert. Aufgrund von einer guten Trainingsplanerin, der Marietta Sengers, die hat uns tiptop vorbereitet, Laktatwerte genommen. Die hat das immer sehr gut gesteigert. Die Kilometer am Ende waren schon an die 150 pro Woche. Das war dann doch ziemlich heftig, aber es war zum Aushalten und hat uns eigentlich sehr gut getan. Man muss bedenken, über so einen langen Zeitraum, wir müssen die richtige Zeit am Höhepunkt sein und das ist genau jetzt. Das haben wir ganz gut hingekriegt. Viele, viele tausende Kilometer haben wir schon in der Füße. Viele Paar Laufschuhe haben wir schon durchgetreten und jetzt geht's um die Wurst sozusagen. Ja. Für die Nahrung vor und während des Wettkampfes erstellte die Diätassistentin Andrea Malknecht einen speziellen Ernährungsplan. Kohlenhydrate und Fette sind die Hauptbestandteile der großteils flüssigen Nahrung. Bei diesem Lauf haben wir es immer vorgesehen, dass mein Mann mit mir läuft. Und dass wir gemeinsam diesen Projekt durchmachen. Aber das hat sich geändert in den letzten Monaten, weil er so schnell geworden ist, dass ich einfach nicht mehr mithalten kann. Also da muss ich, für mich ist das größte Herausforderung, keine Panik aufkommen zu lassen in der Nacht, wenn ich in der Wüste um mich dumm gehe oder ein bisschen verloren gehe oder dass der GPS einen Aussetzer hat. Am Anfang wird es sicher so sein, solange wir nur halbwegs fit sind, wir haben ein bisschen was von der Gegend mitbekommen. Aber umso länger was dauern wird und noch 200, 250 Kilometer, werden wir wahrscheinlich gerade noch mehr einen Meter von unserem Boden herunterschauen. Und da wird die Gegend dann schon ziemlich egal sein. Ab und zu ein bisschen aufblicken, dass wir uns noch orientieren, dass wir den Punkt noch fixieren, was wir anpeilt haben im Kompass. Ich bin ziemlich nervös zur Zeit. Es ist jetzt die letzten paar Tage, bevor die große Abenteuer losgeht. Und ja, jetzt haben wir ein bisschen Angst, ein bisschen flaues Gefühl im Magen. Platzierung hin oder her oder zeitmäßig. Wir haben 108 Stunden zur Verfügung und innerhalb der Zeit versuchen wir es zu schaffen.
Die Reise führt von Paris über Marseille nach Agadez in Niger. Niger liegt in Afrika, zwischen Algerien und Nigeria, oberhalb der Sahelzone. Das Land hat 12 Millionen Einwohner und liegt laut UN-Statistiken auf Platz 177 und ist somit das ärmste Land der Welt. Die schlechte wirtschaftliche Lage begründet sich durch den vorwiegenden Import von alltäglichen Gütern, die an den fruchtbaren Ufern des Nigerflusses selbst produziert werden könnten. Der Organisator des Trans 333, Alain Gestin, empfängt die Teilnehmer am Flughafen von Agadez. Simon, Alexander, Thierry, Ike, Philippe. Agadez ist eine bedeutende Wüstenstadt für den Karawanenhandel im Norden Nigers und Zentrum der Tuareg. Die 90.000 Einwohner von Agadez leben in traditionellen Lehmbauten. Nur die Hauptdurchzugsstraße und die Landebahn des Flughafens sind geteert. Nicht viele Touristen verirren sich hierher. Statt einer geplanten Nacht in einem Hotel wird ein Briefing in einem Restaurant abgehalten. Voilà, vous avez une feuille chacun, c'est votre feuille de route, roadbook. On sert pas la semaine. Non mais. C'est encore de problème. Écoutez, votre feuille de route, vous avez tout dessus, vous avez mon numéro d'appel. Nach einer Nacht in der Wüste begeben sich die Teilnehmer mit Allradfahrzeugen in Richtung Startpunkt und passieren dabei einige Checkpoints des Wüstenlaufs. Ja, heute haben wir die erste Nacht in der Wüste verbracht. Ziemlich windig, positiv nicht ganz so heiß, wie wir geglaubt haben. Wird vielleicht gerade mal 40 Grad bekommen. Und die Nacht, ja, war nicht so kalt, haben relativ gut geschlafen am Sandboden.
Am Anfang war ich ein bisschen überrascht, dass die Organisation nicht so hingehört hat. Aber jetzt dürfte es in Ordnung sein. Jetzt gibt es 6, 7 Fahrzeuge. Die Fahrer sind sehr gut. Die Leute hier sind sehr freundlich, sehr hilfsbereit. Sehr positiver Eindruck von das Land eigentlich. Und die Nerven sind natürlich ein bisschen angespannt, aber es hält sich in Grenzen. Wir sind gerade vorbeigefahren an Checkpunkt 9 und 10. Sehr steinig. Ein großer Sandsturm ist da draußen, also das sieht man sehr wenig. Wird das Ganze ein bisschen beschweren natürlich. Jetzt können wir noch hoffen, dass das morgen beim Start um 8 in der Früh ein bisschen weniger wird, weil momentan sieht man eigentlich kaum 10 Meter weit. Jetzt ist dann natürlich die Gefahr, dass man bei einem Checkpoint vorbeiläuft, weil man den ja nicht unbedingt sieht. Aber das ist halt der Spaß dran. Man redet sich ein, man muss motiviert sein, weil jetzt sind wir da, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ja. Außer mein Auto, und für das sind wir nicht gekommen. Jetzt, wenn man eben die Umgebung sieht, das ist zum Teil wirklich schwieriges Terrain. Also wird es nicht einfach sein, da unsere 300 Kilometer zu laufen. Schwierige Streckenabschnitte und Koordinationspunkte werden vom Organisator nur in französischer Sprache erklärt. On arrive de là-bas. Donc on repart là-bas. La nuit, il y a une tente jaune ici avec une lumière extérieure avec une lumière pétrole. Die Athleten programmieren ihre Navigationsgeräte mit den Streckenpunkten, um später alle 14 Kontrollzelte des Rennens zu finden. How far I've got to turn my heading to reach the next destination, which should tally up with the heading here, which I can double check with a compass. Yeah. Zwischen Agadez und Farchy befand sich im Umkreis von mehreren hundert Kilometern ein einziger Baum, der als Orientierungspunkt für Lastwagenfahrer diente. Ausgerechnet ein Lkw-Fahrer hat diesen jahrhundertealten Baum 1973 umgefahren. Die Akazie war in jeder Landkarte verzeichnet und wurde deshalb durch einen Metallbaum ersetzt, den Arbre du Ténéré. Hier wird das Lager für die Nacht errichtet. De Gérard, elle est 33. Lisa, c'est 22. Andrew, MacPherson. Oui. 37. Merci. Thierry, 44. Combien? Cockben, Marc, 39. Mittlerweile befinden wir uns eben
am neuen Start. Das Ganze ist aufgrund von Problemen mit irgendeinem Lastwagen von der Organisation, ist das jetzt der Start, wo ursprünglich der Checkpoint 3 ist. Das heißt aber nicht, dass er dadurch kürzer wird, sondern eher nur schwieriger, weil wir jetzt mindestens 33 Kilometer gegen einen Wind laufen. Und so wie es ausschaut, werden wir ja Tag und Nacht ziemlichen Wind haben, wie wir jetzt die letzten 2 Tage eigentlich mitbekommen haben. Aber es ist keinesfalls einfacher dadurch geworden. Ja, von der Organisation her schaut es aus, wie wenn es ein wenig drunter und drüber geht und ziemlich viel Chaos ist. Aber wie gesagt, das gehört zum Abenteuer dazu und da muss man irgendwie schauen, dass man da drüber hinweg sieht. Also von der Organisation her, die Alain spricht kein Wort Englisch, aber kein Wort. Und das für ein internationales Rennen ist natürlich Katastrophe, weil wir alle Englischsprachige bzw. Deutschsprachige wissen nicht, was los ist. Und das heißt, ganz wichtige Themen finden wir erst im Nachhinein heraus. Aber hoffentlich wissen wir alles, was wir zu tun haben. Wir können es nicht vermuten. Wir wurden eh nicht informiert. Also, wir gehen blind da draußen, mehr oder weniger. Jetzt bleibt noch Zeit, letzte Vorbereitungen zu treffen. Die Laufrucksäcke, die bis zu 10 Kilo Gewicht haben, werden für den Start vorbereitet und die Verpflegungssäcke, sogenannte Dropbags, werden für die Checkpoints sortiert. Mein Plan für das Rennen schaut so aus, dass ich versuche, die ersten 24 Stunden nur kurze Pausen zu machen und erst nach ca. 20 bis 24 Stunden die erste Schlafpause. Wie gesagt, und wenn sich das dann so, wenn ich das so weiterverfolge, dann dreimal würde ich durch die Nacht müssen und so demnach 3 Schlafpausen einlegen, immer zwischen 1,5 und 2 Stunden. Dann würde ich so circa mit 75, 80 Stunden die 333 Kilometer bewältigen. Ob es bei einem Plan bleibt oder ob es auch gelingt, werden wir dann sehen. Der Gerd ist eine, der super genau ist. Immer alles dabei hat, was man vorstellen kann. Kann aber auch das tragen, was bei mir nicht der Fall ist. Er hat alles minutiös geplant und ich habe gar nichts geplant. Also ich habe meine 8 Depot-Sackel, wo ich meine Sachen drinnen habe. Ich würde mich nach Gefühl mehr oder weniger bewegen. Ich weiß, ich muss ca. 90 Kilometer in 24 Stunden hinter mir bringen. Ich weiß, dass mein Körper zwischen Mitternacht und 3 Uhr in der Früh ziemlich rebellieren wird mit Schlafdeprivation oder Schlafmangel. Am besten man passt sich oder man streckt sich nach der Decke quasi und schaut, welche Probleme auftauchen. Wir haben 108 Stunden, wo nötig würde ich die 108 ausnutzen. Le 12, c'est fini? 12? Yes. 12. Fini le 12? 12. Ok, 6, c'est fini. Thank you.
Nur noch wenige Minuten bis zum Start des Trans 333. 333 Kilometer voller Anstrengungen und Qualen liegen vor den Läufern. Ohne größeres Aufsehen erfolgt der Start. Einzige Zuschauer des Trans 333 sind die Fahrer der Organisation und vorbeikommende Salzkarawanen von Libyen. Das Ehepaar Lisa und Gerhard Loskandel haben bereits viele Extremläufe bestritten, unter anderem den Marathon des Sables. 240 Kilometer durch die marokkanische Sahara sowie den Isarlauf in Deutschland. 338 Kilometer entlang des Isarflusses und viele andere Wettbewerbe. Lisa bewältigte außerdem den Desert Cup. 170 Kilometer nonstop durch die Wüste von Jordanien und eine Expedition 250 Kilometer durch die libysche Wüste. Der Franzose Claude Lahousin kommt als erster zum Checkpoint 1. Zehn Minuten nach Claude kommt Gerhard als zweiter zum Kontrollpunkt. An dritter Stelle trifft Lisa gemeinsam mit der einzigen anderen Frau im Rennen, Eleanor Main aus England, ein. Bei Lisa zeichnen sich bereits einige Magenprobleme ab. I have a pill somewhere.
Richtung. Nein, das ist nicht gut. Schon die erste Blase. Warte mal so. Aber meine Füße machen mir schon Sorgen, wenn die jetzt schon Probleme machen, ist das nicht gut. Am Ende des Feldes trifft der älteste Teilnehmer des Trans 333 ein. Der 72-jährige Jack Dennis aus England nimmt zum 6. Mal an einem Trans 333 teil und gilt als Legende unter den Extremläufern. Später wird er beim Checkpoint 6 vom Veranstalter aus dem Zelt verwiesen, weil die Organisation zu wenig Zelte bereitgestellt hat und das Zelt für die Führenden beim Kontrollpunkt 9 gebraucht wurde. Kurze Zeit darauf beendet Jack Dennis das Rennen. Bis jetzt bin ich zufrieden, wie es mir geht, körperlich. Mit dem Essen und mit dem Trinken muss ich ein bisschen zurückstellen, weil das kriege ich nicht alles runter, was ich mir vorgenommen habe. Wenn wir sehen, wie es mir dann weitergeht, wenn ich die vorgesehenen Kalorien nicht zu mir nehmen kann, aber es ist nur eine Quälerei, wenn ich das probiere, alles zum Schlucken. Ja, Blasen habe ich Gott sei Dank noch nicht, aber es fühlt sich an, als würden sie schon langsam die Zehennägel verabschieden. Nur dabei sind sie oben, aber irgendwas Komisches spüre ich, also werden wir sehen. Ja. Die ernste Lage erkennen wir jetzt schon. Ich bin sehr froh, dass ich die Eleanor habe, weil moralisch ist es viel einfacher, wenn wir zu zweit sind. Da kann die eine die andere helfen und wenn es uns schlecht geht und dann umgekehrt. Ne? Also das hoffe ich hält bis am Ende. Weil also diese öde Wüste, so alleine so ertragen, wäre schon sehr schwer. Und wir zwei Mädels, wir bauen einander auf. Ja, die sind das urschwierig zum Gehen. Und wenn man zu den Checkpoints kommt, wie man sieht, da haben wir auch keine Ruhe, weil da muss man unsere Füße und alles begutachten, ob eh alles passt und essen und alles gleichzeitig und dann gleich weiter. Und ja, sonst habe ich Durchfall, wahrscheinlich von das einheimische Essen gestern. Aber sonst geht es mir recht gut. Ich habe keine Kreislaufbeschwerden noch nicht. Trinke genug und so passt, ja. I feel, yeah, pretty tired. My legs are tired and my feet seem okay, but my shoulder's a bit sore as well. That's a lot of complaints, I think. Nach einer halben Stunde Pause läuft Gerhard in der Dunkelheit Richtung Kontrollpunkt 4. Mit der Hilfe anderer Läufer erreicht Lisa 3 Stunden nach Gerhard völlig geschwächt durch eine Lebensmittelvergiftung Checkpoint 3.
Auf dem Weg hatte sie einige Kreislaufzusammenbrüche, starken Durchfall und Erbrechen. Sie wird aber trotzdem nach einer halben Stunde wieder aufbrechen. You must sleep a little, I think, and eat after. Okay? One or two hours rest. Es ist das normale, übliche Zuckerproblem und Durchfall. Also dehydriert. Gerhard bereitet sich währenddessen auf die Nachtruhe bei Checkpoint 4 vor. Momentan bin ich 14 Stunden und 24 Minuten unterwegs. Ich habe mittlerweile Checkpoint 4 erreicht und demnach 88 Kilometer, glaube ich. Ja. Und ja, da richte ich mir noch alles her und dann werde ich mir ein bisschen meine Blasen verpflegen, versorgen. Und dann werde ich mich ein paar Stunden niederlegen. Da ist zwar nicht unbedingt super schlafen, so wie wir wie ist, aber nur mit 22 Kilometern jetzt, das war. Das gefreut mich nicht mehr jetzt. Gerhard hat noch in der Nacht den Kontrollpunkt verlassen. Lisa erreichte gegen 4 Uhr früh mit schweren Magenproblemen den Checkpoint 4 und erholt sich jetzt von den Strapazen. Mittlerweile haben mehrere Läufer Probleme mit einer Lebensmittelvergiftung und ein Läufer musste bereits aufgeben. I thought that it would be safe and the organizers would make sure that for an event like this, one of the most important things is that the food is clean, healthy and nutritious and calorific to get us through. But none of those were there. It was unhygienic. From day one, we ate some food that was bad, and I woke up the day of the race feeling very, very ill, being sick, and I thought maybe it was nerves. I was nervous about the event coming forward. But after an hour, 1 hour only, I was starting to throw up every 10, 15 minutes. In the night, between CP2 and 3, I was very lucky to have two guys with me that kept me going, but it took a long time. I was being sick all the way through the night. It was clear that it was food poisoning to me. My children could have organized this better than the current organizers. In der Nacht beim Laufen eingeschlafen, bin immer so hin und her damit. Aber im Prinzip kann ich nichts sein, mehr als dass mir umfällt. Aber den Schlaf habe ich einfach nicht weggekriegt. Zwar jetzt zum Teil auch wieder durch die langen Fußmärsche, die sind so ermüdend und so monoton.
und ewig Wind, nur Wind. Am Anfang von vorn, dann von hinten. Ziemlich große, spitze Steine. Also an der Laufen gar nicht zum Denken. Muss man aufpassen. Das war im Finstern schon, war auch schon der Boden so. Es ist, war wirklich gefährlich. Also gescheiter war es zu zweit. Werden wir sehen. Vielleicht probieren wir es jetzt miteinander. Wir haben gestern sowas vom Schlimmen nach gehabt, weil ich eine Nahrungsvergiftung habe, so wie ein paar andere von den Burschen. Alles, was ich esse, geht einfach durch. Ne? Also ich kann keine Nahrung und wenig Wasser bei mir behalten. Und das ist dann eine einfache, wie sagt man, Equation, eine einfache Rechnung. Wenn der Benzin aus ist, ist Ende der Partie. Also ich habe schon gestern viermal kollabiert, ein Kreislaufkollaps, und habe dann schnell mir niedergelegt für nur 20 Minuten im Stück, dass ich mir irgendwie das Kreislauf stabilisiere. Und die Elinor, die war meine Rettung gestern. Sie war so einfühlsam und so lieb und so toll. Also, wir haben Händchen gehalten die letzten 20 Kilometer. Ich bin immer eingeschlafen im Gehen, weil sie mir an der Hand gehalten hat. Hat sie mich immer wieder rausgerissen. Aber ich bin mehr oder weniger mit den Augen geschlossen gelaufen. So ein halb Schlafwandel-Zustand. Also ganz lustig. Aber die 2 Stunden Schlaf in der Früh, die haben mir auch geholfen. Jetzt hoffe ich nur, dass das Durchfall aufhört und die Krämpfe im Bauch und die Speiberei aufhören. The first 3.5 checkpoints were really, really tough for me. Given the fact that the morning, or through the night of the start, before the start, I'd had diarrhea 2 times, so I knew that I was in trouble, as it were, from the start. Yeah, sort of somewhat under control now and sort of recovering from it. Stomach cramps and still not good down there, but getting through it surprisingly. Claude und Gerhard brechen gemeinsam vom Checkpoint 8 in die Nacht auf. Jedoch trifft Gerhard mit einem großen Vorsprung beim Kontrollpunkt 9 als Führender ein. Vom Finster werden dauert es ca. 3,5 Stunden, bis der Mond einmal aufgeht. Und bis der dann wirklich oben ist, kann man sagen, es ist erst um Mitternacht, wo man ein bisschen Konturen sieht. Ansonsten ist es ein Wahnsinn, nur mit der Stirnlampen. Der Wind geht auch ein bisschen, wirbelt immer ein bisschen so einen Bodensound auf. Da kann man überhaupt nicht sagen, wo, dass man sich ein bisschen orientieren kann, nach irgendeinem Weg oder nach irgendwelche Fahrzeugspuren. Wenn man für 22 Kilometer mal 4,5 Stunden braucht, ist das schon ein Wahnsinn. Also aufgeben darf ich nur, wenn wirklich gesundheitliche Probleme dann sich abzeichnen würden. Aber wenn ein paar entzündete Sehnen oder was, da kann man schon durchbeißen. Mit einem gewissen Schmerzpegel muss man dann so laufen. Und
Es ist eine gewisse Herausforderung. Schafft man es? Hält der Körper aus? Ja, ich meine, daheim sitzen und irgendwas, Bilder sammeln oder Briefmarken sammeln, oder, das ist eigentlich nicht meins. Ich muss mich schon ein bisschen bewegen. Ja, warum es so extrem ist. Das ist ja da, man geht da Grenzerfahrungen ein, die was man eigentlich im alltäglichen Leben gar nicht auslebt. Am nächsten Morgen brechen Gerhard und Marc als Führende wieder auf. 10 Minuten später verlässt auch Claude den Checkpoint. Gegen Mittag trifft Lisa mit den beiden Engländern Eleanor und Matt beim Checkpoint 8 ein. Ich habe noch immer durchgefallen, fühlt aber dauernd was rein. Es kommt Leute, passt ja, gleich wieder raus, in gleicher Form. Also kommt nicht so viel rein, aber ein bisschen was muss schon, weil ich bin noch beieinander. Und Blasen sind auch nicht so schlimm wie normal, weil ich super Schuh habe. Ja, also wir haben unsere Strategie schon zurückgelegt. Wir wollen bis 10 Uhr heute kommen, womöglich, bis Mitternacht herum. Dann schlafen ein bisschen und dann weiter. Ja, wir sagen gute Dinge und die Moral ist besser als am ersten Tag, auf jeden Fall. Es geht nichts mehr um beweisen, was ich kann, das habe ich eh schon. Es geht um ein bisschen Askese erleben, wieder zurück zur Natur, aber zurück zu den Basis, wo man wirklich geht, um nur essen, schlafen, weiterkommen, Freundschaft, Kameradschaft. Starke Sandstürme machen den Teilnehmern das Leben schwer. Das Wind-Sand-Gemisch zerrt an den physischen und mentalen Kräften. Nur die Einheimischen sind an solche Bedingungen gewöhnt. Gerhard hat Probleme mit seinem linken Knie. Durch die großen Belastungen dürfte sich eine Sehne entzündet haben. Penibel genau müssen Koordinaten und Laufrichtung immer wieder kontrolliert werden, um ein Abweichen von der direkten Linie zu vermeiden. Dabei müssen die Läufer beinahe alle 15 Sekunden zur Kontrolle der Wegstrecke auf das CPS blicken. Auf Spuren von LKWs können sich die Läufer nicht verlassen, da es den Fahrzeugen unmöglich ist, die direkte Linie zu fahren. Ja, das ist
Nach einer kurzen Schlafpause geht es für Gerhard und Marc gleich weiter. Claude pausierte nicht und hat somit als erster circa 2 Stunden Vorsprung. Einsam und mühevoll, sichtlich durch Schmerzen geplagt, kämpfen sich die beiden durch die Nacht. Währenddessen werden Lisas Magenprobleme immer schlimmer. Ich habe in der Nacht zwischen 9 und 10 10-mal aufs Klo müssen und nur mehr Blut und Spieben und die Schmerzen waren einfach unerträglich. Leider hab ich meine Kompagnons verloren, die einfach weglaufen mussten, weil die Zeit drückt. Und das hat mich dann völlig gebrochen, weil ich habe einfach die Nacht nicht alleine anschauen können. Also ich habe nicht gewusst, wie es weitergehen soll. Ich habe nur mehr weinen müssen und nicht gewusst, was ich tun soll, weil alleine habe ich einfach nicht packen können, zuckisch. Und dann hat eine von den Teilnehmern, die aufgehört hat, schon gesagt, er begleitet mich ein Stück des Weges. Und er hat mich dann wirklich aufgemuntert, dass ich zum nächsten Checkpoint komme und die 10er erreiche. Und das habe ich zumindest geschafft. Aber ich habe mit mir selber dann auf diesem Weg abgeschlossen mit der Sache. Ich habe es aber Gott sei Dank die Trans 222 erreicht. Das heißt, da gibt es eine kürzere Rennversion. Wenn es 2/3 schafft, also die 222 Kilometer, dann ist das auch eine abgeschlossene Sache. Also das habe ich zumindest für mich erreicht. Lisa sucht Gerhard auf, um ihm die schlechte Nachricht mitzuteilen, da Gerhard von Lisas Problemen bisher nichts wusste. Sie gibt ihm Informationen über seine Verfolger und macht ihm gleichzeitig Mut für die letzten 22 Kilometer. Unerträgliche Mittagshitze. Bis zu 55 Grad führen Gerhard und Marc bis an ihre körperlichen Grenzen des Möglichen. Zur gleichen Zeit läuft Claude als erster über die Ziellinie in Agadez und gewinnt somit den Trans 333.
Kilometer vor Ägadesen, bevor das Ziel. Also die Burschen haben jetzt, glaube ich, 8 Kilometer noch zum Gehen. Ich weiß ganz genau, wie es denen geht, weil wir sind auch so gegangen gestern Nacht. Und da kommt 500 Meter wie eine kleine Ewigkeit vor. Der Flüssigkeitsbedarf ist durch die erhöhten Temperaturen so enorm, dass das mitgetragene Trinkwasser kaum reicht. Die Stadtmauern von Agadez sind erreicht. Bis ins Ziel sind es noch 3 Kilometer, wodurch die Motivation von Gerhard und Marc gesteigert wird. Letzte Reserven werden mobilisiert, um endlich ans lang ersehnte Ziel zu gelangen. Kurz vor Sonnenuntergang erreichen Gerhard und Marc nach insgesamt 81 Stunden und 34 Minuten das Ziel und belegen somit gemeinsam Platz 2 des Trans 333. Sie haben insgesamt 338 Kilometer und 2096 Höhenmeter zurückgelegt. Gerhard hat bei diesem Lauf 75 Liter Flüssigkeit und 36.000 Kalorien zu sich genommen. Jedoch hat er 76.000 Kalorien verbraucht und dadurch 4 Kilo an Körpergewicht verloren. Die letzten 44 Kilometer haben wir, glaube ich, 11 oder 12 Stunden gebraucht. Die waren ein Wahnsinn. Also das war wirklich die Hölle. Also. Und das muss ich erst einmal verkraften. Und nach den ersten, sagen wir mal, 60 Kilometern habe ich mir gedacht, pff, da finishen, das wird schwer werden. Und ja, ich bin auf alle Fälle zufrieden, weil wenn man mit so einem Ergebnis nicht zufrieden ist, dann kann man sich nie zufrieden geben. We managed to keep each other going, which was a good psychological boost, and it really helped on the nighttime sections when you had having that company and to get out of a checkpoint. When you arrived at the checkpoint, you're so tired. We tried to sleep, but we knew that we had to only rest for a short period of time and then move on again, and it really helped to have somebody else there
to motivate. So yes, a really tough race. And the terrain was so varied. I mean, we started off with sand, which was deep sand, which was really energy zapping. And then we moved on to rocks, which were bad for the feet. And then hills, and then more rocks, and then it was just never ending. La deuxième journée, j'ai eu beaucoup mal au ventre, beaucoup de diarrhée. C'était difficile. Deuxième nuit aussi, très difficile. Dans ma tête, je pensais peut-être arrêter la course parce que c'était des moments difficiles. Et la troisième journée, je suis parti en courant. Parce que j'aime pas marcher, je n'aime pas marcher. Et je suis parti en courant, puis j'ai géré ça. Après, il fallait finir la course, finir. Donc j'ai fait non-stop de CP à CP, de CP9 jusqu'à l'arrivée, non-stop, pour, avec le but d'arriver dans la tête, quoi. Pour Claude, il m'a fait un tableau, donc tu vas mettre chez lui. Avec son nom et tout est plein, donc vous voyez. Voilà le tableau. Thanks for Gerard. We teamed up and we made a really good team. And also a special thanks to everybody at the checkpoint. French is not my language. English is not my language. So it is all okay with he said. We did it together and we survived. On ne parle pas la même langue, mais on est solidaires. Donc c'est OK. Donc bravo Elisa, bravo. So I'd like to thank Ellie and Laurent and Giorgio for helping me through the first night in particular. As you probably know, I got food poisoning the night before and I was in really bad shape. And I made it to the checkpoint 10. I didn't make the rest, but thanks anyway for helping. Thanks guys. Barou, dans l'autosuffisance, dans chaque CP, vous avez la nourriture pour les coureurs qui doivent faire une traversée avec le minimum d'assistance. C'est-à-dire que la réussite de cette course pour chaque coureur, la réussite, c'est justement la réussite sur soi-même. C'est la course miroir où on réussit des grandes choses dans la vie sans vraiment compter sur les autres, puisqu'on doit réussir avec nous-mêmes, avec notre cœur, avec notre volonté, avec notre mental. Donc c'est ça l'esprit de la 333. C'est une course limitée, réservée plutôt, réservée à des coureurs de grand niveau. The Trans 333 is a very, very, very hard race. I don't know who's going to see this film, but it's not helped by the organizer, Alan Gastine. He's a bit of a monster. He's all right, I suppose. But anyone who's considering to do this race has got to expect cock-ups, change of plans, and you don't know what's going to happen, but it's a very, very tough race. Anyone completes this race, they've done very well. It's a really tough race.